士们、先生们，有请一汽大众汽车有限公司董事、总经理刘义恭先生。尊敬的各位来宾、媒体朋友们， Sehr geehrte Gäste, liebe Medienvertreter, einen schönen guten Tag.Es ist mir eine Ehre, bei der Vorstellung des T-Roc dabei sein zu dürfen, dem ersten SUV der Marke FAW VW. Ja, der FAW VW SUV ist endlich im chinesischen Markt angekommen. Ein Modell, das Hoffnungsträger ist für die Erwartungen aller. Ein großartiges Fahrzeug, eine neue Ära, eine Zeit des Wirtschaftsbooms,herrscht in China. Wir bauen ein neues, schönes China und ein besseres Leben. Das fragen die Menschen nach. Und es gibt hierbei auch ein neues nationales Selbstbewusstsein. Vor dem Hintergrund dieser neuen Zeit ist der T-Roc ein Fahrzeug des Selbstvertrauens. T steht für die Zeit und Roc, das bedeutet ein Fels und Rock and Roll.Das Fahrzeug steht für die Unerschrockenheit, den Mut und die Überzeugung der jungen Generation in China, Neues zu erkunden und sich auf unbekanntes Territorium zu wagen. Und steht gleichzeitig auch für den Mut von FAW, sich auf den wachsenden Kompakt-SUV-Markt zu wagen, den größten Wachstumsmarkt in China. Der T-Roc steht für Know-how und die harte Arbeit aller VW-Mitarbeiter bei FAW VW und die weit zurückreichende Erfahrung bei der Herstellung von Fahrzeugen seit 27 Jahren und die tiefen Gefühle für den chinesischen Verbraucher. Wir arbeiten für das erste Kapitel von VW FAW, die chinesischen Verbraucher für VW zu begeistern, ist unser Ziel. Wir haben Selbstvertrauen, den T-Roc als ein SUV der neuen Ära zu bauen und die chinesischen Verbraucher für VW zu begeistern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and Gentlemen, please welcome Thomas Stöcker.Exterior Designer Volkswagen Brand. Meine Damen und Herren, der neue T-Roc, das Volkswagen SUV einer neuen Zeit, bunt, sympathisch, in vielen Farben, ein Auto, das zu einem passt. Wir haben ein sympathisches SUV für eine stylische Generation junger Großstädter entworfen. Aus einem Guss mit kurzen Überhängen, ein langer Radstand, viel Raum im Inneren. Ein Motiv, das sich durch das Design zieht, sind die kraftvollen, wunderschön gestalteten Radläufe. Und Sie sehen hier auch diese scharfe Linie. Sehr, sehr schön, diese Aluminium-Linie, die sich über die gesamte Seite entlang der Dachlinie bis zur Zielsäule zieht, zusammen mit dem dunklen Dach und dem Spoiler, liegt er dadurch tiefer, leichter, sportlicher und cooler auf der Straße. Von vorn sehen Sie, wir haben einen Kühlergrill in 3D-Architektur entworfen. Sie sehen die Einheit aus Scheinwerfern und dem Kühlergrill, umspannt die gesamte Breite der Fahrzeugfront. Sie sehen das LED-Tagfahrlicht und die Blinkerleuchten im Stoßfinger, die dem T-Roc eine markante Lichtsignatur geben und ihn von allen anderen SUV abheben. Mit dem T-Roc führt Volkswagen den sportlichsten SUV seiner Klasse im Markt ein. Vielen Dank.
Guten Tag. Das Modell, das ich vor sich sehe, ist das erste SUV der oberen Mittelklasse von FAW VW. Das zweite Modell unserer SUV-Palette. Es ist nicht nur ein strategisches Modell, das von FAW VW hergestellt wird, sondern auch ein wichtiger Teil der Modelloffensive der Marke SUV, VW bei den SUVs. Ein Einstieg in das am schnellsten wachsende Modellsegment, dem oberen SUV-Segment der oberen Mittelklasse, eine Herausforderung hier mit einer großen Welle aufzuschlagen, und es ist auch eine große Chance für FAW VW. Es richtet sich an die Elite der Gesellschaft, die hochentwickelte Geschmacksrichtung bevorzugen, ausgestattet mit einer Ausstattung, die man sonst nur in der Luxusklasse findet im chinesischen Markt. Meine Damen und Herren, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dieses Modell die Synthese der rein deutschen DNA ist, einer modischen, modernsten Philosophie bei der Qualität wie auch beim Design. FAW VW hat höchste Erwartungen an und vollstes Vertrauen in dieses qualitativ hochwertige SUV. Wir sind davon überzeugt, dass es die chinesischen SUV-Fans sicherlich begeistern wird. Ladies and Gentlemen, please welcome Frank Grüse, Senior Exterior Designer, Volkswagen Brand. Hello, ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren, unser Mittelklasse-SUV, fortschrittlich, elegant, progressiv, ein bisschen Coupé. Schauen wir uns erst die Front an. Der wichtigste Teil von vorn ist sicherlich die Einheit des dominanten Grills und der schlanken Scheinwerfer, zusammengefasst durch diese wunderschön ausgestalteten Details. Auch sehr wichtig ist die horizontale Linie hier an der Motorhaube, die nicht nur die Höhe und die Kraft des Frontends unterstreicht, sondern läuft hier weiter an der Seite entlang bis zur D-Säule. Die D-Säule selbst ist nach vorne angestellt und wird weitergeführt durch diesen wunderschönen Aluminiumstreifen, diesen Akzent, der bis zur A-Säule durchläuft. Das schafft einen sportlichen Auftritt des gesamten Greenhouses, also der Verglasung. Sie bekommen einen Look wie ein Coupé, das erwähnte ich eingangs. Die Rathäuser sind markant und Sie sehen die Kraft hier ausgedrückt im Kotflügel. Dann sehen Sie die Linie, die nach hinten läuft. Das ist gleichzeitig auch die Basis für die starke Schulter hinten. Sie sehen auch die Hinteransicht mit schönen Details wie den Heckleuchten und coolen Highlights wie diesen großen Auspuffrohren und den Blenden. Es ist ein elegantes SUV, es ist ein mutiges, designorientiertes, sportliches Fahrzeug. Und Sie sehen tatsächlich, dass dieses Fahrzeug dieser neuen ambitionierten Generation und ihren Erwartungen gerecht wird.
士们、先生们，有请上汽大众汽车有限公司销售与市场执行副总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理贾明迪先生。尊敬的各位贵宾、Damen und Herren。Sehr geehrte Vertreter der Medien, einen recht schönen guten Tag. Vor 8 Jahren sagte SAIC, das starke Wachstum des chinesischen SUV-Markts voraus. Die überzeugende Einführung und der Erfolg des Tiguan bereitete die Erfolgsgeschichte in diesem Markt vor, mit einem Absatz von 1,4 Millionen seit Markteinführung zeigt uns der Tiguan, dass die Zukunft im chinesischen SUV-Markt sehr viel Potenzial hat. Der Terramont, unser größtes SUV, das vor einem Jahr als Flaggschiff neu eingeführt wurde, hat sehr, sehr guten Absatz zusammen mit dem Tiguan. Die populärsten SUVs, die in China hergestellt werden, nun haben wir ein Mainstream-SUV für die Mittelklasse, für die Mittelschicht. Dieses Modell entspricht der VW-Designsprache mit robusten Konturen, ausdrucksstarker Formgebung, kraftvoll, steht er auf der Straße selbstbewusst, so wie der Terramont. Diesen nennen wir den kleinen Terramont, erzielt auf den größten, am schnellsten wachsenden Markt. Die Mainstream-Kunden, die viel von der Zukunft erwarten, die sind geradlinig und mutig, erwarten, Freude zu haben, ob sie auf den Straßen sind oder Offroad. Wir denken, dass dieses Modell den SUV-Markt für SAIC weiter ausbauen wird und wird die nächste Generation dominieren als Star-SUV. Obwohl wir schon so hoch geflogen sind, wollen wir noch höher zielen. Wir haben den PHEV mit dem neuen Modell dieses Jahr im Programm. Die neuen Energien für die Marke Volkswagen werden so erschlossen werden. Eine neue Ära für die neuen Energien. Das Programm bei Volkswagen wird weiter ausgebaut und wird weitere attraktive Produkte der chinesischen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und die Erfolgsgeschichte fortsetzen. Nun wird uns unser Designer das Designkonzept des neuen SUV erläutern. Please welcome Johannes Bransch, Senior Exterior Designer, Volkswagen Brand. Welcome everybody. Ja, herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude, Ihnen nun unser neues authentisches SUV vorstellen zu können, das Powerful Family SUV, ein vielseitiges Fahrzeug, um eine Familie sicher zu befördern. Für uns Designer war es von zentraler Bedeutung, dass die Form des Fahrzeugs robust wirkt. Wir haben in der Frontansicht eine maskuline Linienführung. Wir haben eine Unterstützung des Offroad-Charakters durch die hohe Bodenfreiheit. Wir haben eine Anbindung der beiden Chromstreifen mit den Frontscheinwerfern, bilden diese eine Einheit, die Stärke und Kraft ausdrückt. Wir haben hier diese Charakterlinie, die die Höhe reduziert und eine sehr schöne Kontur schafft. Wie mit einem Skalpell gezogen, zieht sich die scharfe Linie durch die Außenansicht und unterstreicht die hohe Fertigungsqualität. Sie sehen auch durch die Seite, durch die Scheiben, wie viel Innenraum und wie viel Raum der Innenraum den Passagieren und dem Gepäck bietet. In der Heckansicht, da haben wir die Heckklappe integriert in diesen sehr sauberen Bereich des Nummernschilds und des Stoßfängers, sodass wir eine sehr niedrige Ladekante umsetzen konnten. Gutes Design heißt, dass eine optimale Funktion mit hohem ästhetischen Anspruch vereint wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.